Ein Ding beiseite schieben, ja, aber erst gucken wir nach der nächsten Batterie. Ist ja eine Batterie, ne, eine schöne Akte. Ja, her damit. Dann zeig mal her. Dr. Ford, an diesem Nachmittag habe ich ein weiteres Interview mit Ihrem Patienten Dennis durchgeführt und stimme Ihrem Verdacht zu. Innerhalb des 40-minütigen Interviews hatte ich reichhaltigen Kontakt mit allen vieren von Dennis' Persönlichkeiten. Soweit ich es einschätzen kann, handelt es sich um zwei Brüder, den Vater und den Großvater. Sie scheinen sich hauptsächlich um eine Art lebensbedrohliche Flucht zu sorgen, auch wenn es nicht erkenntlich war, ob dieses Ereignis schon stattgefunden hat oder es unmittelbar bevorsteht. Die Klarheit seiner Wahnvorstellung und die performatische Ausdrucksweise seiner Persönlichkeiten lassen darauf schließen, dass es sich um eine Simulation handelt. Ich gehöre normalerweise zu den Fürstenberg-Verfechtern, den kategorischen Skeptikern von dissoziativer Persönlichkeitsstörung. Im Fall Dennis scheint es sich eindeutig um eine Erfindung eines aufmerksamkeitssuchenden Patienten zu handeln. So, also wissen wir Bescheid, der Typ ist selbst der böse Mann. Ja. Der ist alles in einer Person. Hübscher Eierkopf. Der schnappt uns jetzt gleich von der Seite. Ne? Mhm. Bescheid. Na, bist du schon da? Noch nicht? Da war schon wieder, hat schon wieder was gewummt. Kuckuck! Kuckuck! Wo denn? Ich weiß jetzt hier gar nicht mehr, wo lang. Hier müssen wir rein. Kommst du da auch hoch? Ich halt nicht. Okay, da geht's weiter. Da geht's niemals in den weiter. Aber links von uns. Ja. Da ist auch eine Tür. Okay. Wo ist der Typ, Mensch? Ich will ihn ja nicht sehen. Da ist zu, 100%. Dass er sich immer so an der Tür festhält, gefällt mir auch nicht. Wir haben Kerl verzweifelt. Was ist denn da? Das ist ein blauer Vorhang oder sowas. Hier kann man sich durchquetschen. Na? Und? Was ist denn da blaues? Die ist zugenagelt. Und jetzt? Geh nochmal zurück. Ich meine, da gab es noch eine Möglichkeit. Ja? Wo denn? Nochmal zurückgehen. Hier hochklettern. Da ist er. Okay, lauf. Warum läufst du nicht? Weil ich einen Weg suchen will, wenn ich dann vorbeikomme an dem Affen. Kuckuck. Wir sind weg. Oh, doch nicht. Oh, ich dachte. Was ist denn hier Schönes? Oh, was ist hier drinne? Kam er nicht aus einer Tür? Kann man da hoch? Hinter dir? Konnte man da hoch? Keine Ahnung, da, das habe ich doch. Lauf nochmal. Da hoch.
Sehr gut. Ja, aber trotzdem, such schnell weiter. Der kommt da bestimmt gleich die Tür rein. Naja, er ist weg. Ja, wir kennen die Gegend und wir haben kein Problem, damit zu jagen, siehst du da? Ja, ich weiß. Hinterher. Der geht im Kreis, oder? Nein. Sehe nicht mehr. Doch, rechts von uns ist er. Ja. Kommt da zurück. Er kommt da. Was sieht er dich nicht? Doch. Da sieht dich doch. Seh nix. Hoch. Da hoch. Noch höher. Und jetzt? Nochmal hoch. Mein Gott, wie hoch sind wir denn jetzt? Und jetzt? Da geradeaus, da gehen Treppen runter. Hier kommt die Braut. Oh, geh die Treppen runter. Oh. Ja, ich muss ja gucken. Und hier. Alles nachgucken, nützt ja alle nichts. Gehen wir die Treppe runter. Unten ist der böse Mann. Ich sage es nur direkt. Das sind überall böse Männer. Laufen wir mal. Schneller. Speichert. Speichert. Sehr schön. Damit hier Kreissägen und Nähmaschine oder so. Also, Nähmaschine. Damit werden die Leute bearbeitet. Psst. Da geht einer. Es gehört. Einer ist läuft gerannt, rum. Ja. So weit, so gut. Hier ist nichts. Hinten. Das ist Musik? Radio. Da sitzt einer. Pass auf, da ist der nette Onkel Doktor. Den haben wir auch noch nicht gesehen. Hm. Steht da einer und hat ein Tuch über dem Kopf? Ich weiß nicht, warte da. Ja, haben sie die Eier abgeschnitten. Och, nee, da irgendwo ist ein Kopf. Das ist eine Frau. Ist sie gerade am Gebären oder wie? Quatsch, da haben sie den Kopf dran. Da der eine hat doch Titten. Ja, und der hier hat keinen Kopf mehr oder so. Und der hat einen Kopf in der Hand. Oh. Auf jeden Fall eine ekelhafte Sache. Da wieder. Sich hier verstecken. Oh, da kommst du da durch? Da kommt gleich eine Fratze her, da wird's doch umfallen. Und ich auch, vor deinem Geschrei. Hm. Die sieht auf jeden Fall dick aus, die Frau. Guck mal, der hat einen Kopf da reingenäht. Ja, da guckt ein Auge raus, ja. Ekelhaft. Ach, der hat ihren eigenen Kopf abgeschnitten auch. Ja. Anscheinend. Ah. Hm. Du hattest recht mit deiner Version hier, die Nähmaschinen sind für irgendwas gut. Ja. Okay, haben uns genug Sauerei angeguckt, ja, ne? Ja. La la la. Tür noch testen, ne? Ey, ist eh zu. Ja komm, teste sonst auch alle Türen. Dann kannst du die auch noch testen. Was? Welcome home? Welcome home. Welcome home. Willkommen zu Hause. Da hinten lief er. Nach links. Naja. Musst du lange laufen. Hier lang. Wart auf mich.
Ich will an so zu schnaufen. Mal die Tür. Da! Hallo! Was stand da trotzdem? Stand da, kriegt man die jetzt auf, oder? Nee, okay. Nee, was hat der gesagt? Ich habe gar nicht gesehen. Du? Ich habe nur gehört, wie er sagt, hallo, und ich... Habe ich dir Angst gemacht? Das tut furchtbar leid, es war nicht meine Absicht. Kenne ich dich nicht? Ich erkenne dein Gesicht. Lass mich dich füllen. Da. Nein. Okay. Ich bin vorbei. Lass dich Ruhe! Nein. Aua. Au. Okay. Das war's. Der hat uns aber schnell ermeuchelt. Ja. Der hat nicht lange gefackelt. Der hat uns irgendwie so eine Ecke erwischt, die Sau. Ah, Schluck Kaffee, jetzt geht alles wieder. Gut. Hallo? Jetzt kommt er wieder. Von da kam der auch, ja. Ne? Da kommt er. Kommt jetzt. Das scheint dich nicht zu sehen. Lalalala. Meinst du, wir müssen auch da in die Richtung? Ja, natürlich. Wir müssen da lang. Ja genau, versuch da drunter zu gehen, wenn er gleich vorbeigeht. Hallo, Otto. Hoffentlich jetzt sieht er dich uns. Nicht. Der schnappt uns. Das ist nämlich ziemlich hell, ne? Der steht da. Ich seh ihn. Jetzt oder nie, oder? Warte. Jetzt. Wart auf mich, bitte. Nein, wir haben keine lauf, Zeit. Lauf, da ist die Tür. Tür. Welcome home. Hör auf. Hat die Tür zugemacht? Ja. Die Tür? Na klar. So. Wo kommt der? Da, die Stimme war gerade an, die Stimme ist ganz laut. Ja. Schieb. Komm, schieb, Junge, schieb! Ah, was ist da denn? Batterie. Der ist schon hier drin, oder? Ja, kann sein. Der singt doch schön, ein netter Mann. So. Ja. Hallo, Maul. Ja, ich würde sagen. Jetzt?
Da ist eine Tür gewesen. Ich weiß. Ich höre ihn nicht mehr.